356 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ein Königssohn wird geboren in einem fruchtbaren Land im Norden Griechenlands, Makedonien. Der Vater heißt Philipp, ein raubeiniger König, ungehobelt und kriegerisch wie sein Stamm. Philipp ist ehrgeizig, sein Land besitzt Gold und Silber, doch er will mehr, Macht und Größe. Er rüstet auf. Seine Armee soll die schlagkräftigste in ganz Griechenland werden. Die Herrschaft Philipps war ein Schock für die Nachbarn. Plötzlich organisierten sich die bisher eher chaotischen Makedonier. Und durch die Goldminen wuchs auch ihre wirtschaftliche Macht. Zur Macht kommt die Leidenschaft. Philipp hat zum vierten Mal geheiratet. Olympias. Eine junge Griechin aus Epirus. Die Ehe ist politisch vorteilhaft. Man hat ihm nachgesagt, dass er sich stets passend zu seinen strategischen Plänen eine neue Frau suchte. Sein Ziel war es wohl, sich diplomatisch nach allen Seiten abzusichern und Allianzen zu schmieden. Auch die Gattin hat Pläne. Olympias führt ihren Stammbaum auf den größten Krieger des Trojanischen Krieges zurück, Achill. Ihr Sohn soll einmal in die Fußstapfen des Helden treten. Olympias Hauptinteresse, ihr ganzes Leben lang, war ganz klar, ihren Sohn Alexander auf den Thron zu bekommen. Ich denke, sie war, was die Thronfolge Alexanders betraf, völlig rücksichtslos. Philipp und Olympias, eine Beziehung zwischen Intrige und dem Hunger nach Macht. Von Anfang an misstraut der König seiner Frau. Sie gilt als schön, wild, exzentrisch und irgendwie unbezwingbar. Doch ist sie so gefährlich wie die Schlange, mit der sie sich gerne umgibt? Philipp soll außer sich gewesen sein, als er Olympias so sieht. Göttervater Zeus tritt bisweilen in Gestalt einer Schlange auf. Wird das Kind, das Olympias erwartet, seines sein oder das des Zeus? Damals gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Delphi. Das Orakel soll Auskunft geben. Wenige Wochen vor Alexanders Geburt fragt Philipp, wessen Kind wird es sein? Das Orakel gibt sich ausweichend. Philipp solle dem Zeus Opfer darbringen. Und es prophezeit, er werde auf jenem Auge erblinden, mit dem er Olympias und die Schlange beobachtet hat. Zwei Jahre später verliert Philipp tatsächlich im Kampf ein Auge. Überlieferung zwischen Mythos und Historie. Ob Mensch, ob Gott, auf Alexander lasten große Erwartungen. Die willensstarke Mutter, das kriegerische Volk und der eigene hohe Anspruch, Ruhm zu erlangen. Vor der Geschichte. 356 vor Christus. Im Jahr der Geburt des Thronfolgers schickt Philipp sein Heer in den Krieg. Die Zeit der Eroberungen bricht heran. Pella heißt das Zentrum der makedonischen Macht. Hier am prächtigen Hof wächst Alexander als einziger Sohn des Königs auf und wird auf seine Rolle gut vorbereitet. Der große Aristoteles wird als Lehrer engagiert, zuständig für Bildung nach griechischem Ideal. Alexander erweist sich als begabt, neugierig und wissensdurstig. Doch der Thronfolger darf kein Schöngeist sein. Über seine militärische Ausbildung wacht König Philipp persönlich skeptisch und argwöhnisch. Der Jüngling soll Mut beweisen. Eines Nachmittags springt er auf das wilde Pferd Bucephalus, um es zu zähmen. Alexander bricht den Willen des Tieres. Als er zurückkommt, sagt der Vater: Mein Sohn, such dir ein Reich, das deiner würdig ist. Denn Makedonien ist zu klein für dich. So will es die Legende. Sicher ist, Alexander wird auf seinem Lieblingspferd Bucephalus alle seine Schlachten schlagen und gewinnen.
alle anderen übertreffen. Das ist der Anspruch, mit dem Alexander groß wird. Er kennt jede Zeile der Ilias auswendig. Die Heldengeschichten des Achill. Ganz andere Seiten zeigt der Thronfolger gegenüber Hephaistion, seinem engsten Gefährten. Mit ihm hat er zeitlebens eine intime Verbindung. Homosexualität ist bei den alten Griechen integraler Bestandteil der Gesellschaft. Das andere Geschlecht interessiert den Jüngling noch wenig. It does raise the question of what do you do? Es stellt sich doch die Frage, wie verhält sich ein leicht femininer Jugendlicher mit einem sehr maskulinen, militärisch erfolgreichen, noch dazu stark trinkenden Alpha-Mann als Vater? Da denkt man zwangsläufig an die lebenslange Hingabe und Freundschaft, die Alexander und Hephaistion verband. Vielleicht war er der einzige Mensch, bei dem Alexander entspannen und er selbst sein konnte. Ist es die große Liebe, die einzige Leidenschaft? Nein, was Alexander wirklich antrieb und ihm Genuss bereitete, war, Probleme der Kriegsführung zu lösen, eine große Armee zu führen, strategische Ziele zu erreichen. Man könnte auch ganz direkt sagen, er war von Zerstörungswillen getrieben, andere Armeen zu vernichten, das war für ihn mehr Vergnügen. Zusammen mit dem Vater zieht Alexander in den Kampf. Es geht um die Vorherrschaft über ganz Griechenland. Die makedonische Phalanx ist das wichtigste Werkzeug in Philipps Kriegen. Ausgerüstet mit Lanzen und Schildern marschiert das Fußvolk vor, stur wie Roboter. Das Entscheidende an Philipps Phalanx ist, dass die einzelnen Infanteriesoldaten kaum gepanzert sind. Aber jeder einzelne Soldat trägt eine Lanze, die zwischen 4 und 5 Metern lang ist. Der Schwerpunkt der Lanze ist durch ein Gegengewicht nach hinten verlagert, sodass man mit der Spitze schnell zustechen kann. Natürlich muss man die Männer lange trainieren, um mit solch langen Waffen gut umgehen zu können. Hochgerüstet und gut gedrillt zieht das makedonische Heer nach Süden. Die griechischen Kleinstaaten sind keine einige Macht. Nur Athen und Theben stehen den Makedonen noch im Weg. In der Ebene von Chaironeia treffen die Gegner aufeinander. 30.000 Makedonier gegen die Hopliten aus Athen und Theben, darunter die Heilige Schar. 300 Elitesoldaten, die zusammen essen, schlafen, kämpfen, die nie zurückweichen und bereit sind, gemeinsam zu sterben. Doch der eigentliche Feind steht im Osten. König Dareios, der Großkönig von Persien. Aus dem Hintergrund unterstützt er die erschöpften Stadtstaaten, liefert Waffen und Soldaten. König Philipp weiß, mit wem er sich anlegt. Mit der Supermacht der Antike. Als der König im August seine Truppen zusammenzieht, ist klar, eine Niederlage wäre schon das Ende aller Träume. Makedonien müsste sich wieder einordnen in den griechischen Staatenbund. Philipp entscheidet, dass sein Sohn reif ist für den Kampf. Der 18-Jährige wird zum Befehlshaber der Reiterei. Alexander besteht die Feuertaufe. Während die Phalanx den Gegner bindet, ergreift die Kavallerie die Initiative. Alexander prescht mit seinen 2000 Reitern vor, dorthin, wo der Gegner am stärksten ist. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste attackiert er die heilige Schar aus Theben und reibt die Elitekämpfer völlig auf. Mit dem Sieg haben Vater und Sohn erreicht, was weder Persern noch Griechen je gelang. Ganz Griechenland wird von den Makedoniern beherrscht.
Es hätte der Beginn einer großen Dynastie sein können. Vom Vater zum Sohn. Herrschaft über Griechenland. Doch wenige Monate nach dem Sieg von Chaironeia beschließt Philipp wieder zu heiraten. Die 20-jährige Eurydike aus altem einheimischem Adel. Die neue ist eine Gefahr, findet Olympias. Eine Gefahr für sich und ihren Sohn. Denn sie selbst ist nur eine Zugereiste aus dem benachbarten Epirus. Was, wenn Philipp noch ein Sohn geboren wird? Alexanders Stellung als legitimer Thronerbe steht auf dem Spiel. Olympias ist fest entschlossen, die Zukunft ihres Sohnes zu sichern. Der Familienfriede im Königshaus ist in größter Gefahr. Auf Philipps Hochzeit kommt es zum Eklat. Wie bei makedonischen Gelagen üblich, fließt der Alkohol in Strömen. Unverdünnter Wein, nach Barbarenart. Richtig in Fahrt gerät Attalus, der Onkel der Braut. Er trinkt auf den legitimen Thronfolger des Paares, der ja bald zu erwarten sei. Ein Seitenhieb auf Alexander. Der fragt, für wen man ihn halte. Einen Bastard? Philipp will den Sohn zur Raison rufen, doch er ist längst so betrunken, dass er vor Alexander stolpert und fällt. Er will Europa und Asien erobern und schafft es nicht einmal von einem Tisch zum anderen? Alexander ist voller Verachtung. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist für immer beschädigt. In ihrer Ehre verletzt verlassen Olympias und Alexander den makedonischen Hof und ziehen nach Epirus. Den Anspruch auf den Thron geben sie nicht auf. Dann löst sich das Problem von selbst. Im Oktober 336 vor Christus richtet Philipp im Theater von Aigai die nächste große Feier aus. Die Hochzeit von Alexanders leiblicher Schwester. Die Stimmung unter den Männern ist ausgelassen, weinselig wie immer. Bis ein Leibwächter des Königs, Pausanias, seine Waffe zieht. Manche Historiker meinen, es sei ein Racheakt gewesen für eine ungerechte Strafe. Andere glauben, dass es Auftraggeber gegeben hat. Alexander findet den ermordeten Vater und lässt den Attentäter auf der Stelle töten. Auffällig schnell. Conspiracy theories were thought of right from the beginning. Von Anfang an kursierten ja Verschwörungstheorien. Besonders nachdem Pausanias bei der Verfolgung durch Alexanders Freunde getötet worden war, was verhinderte, ihn zu verhören. Der erste Verdacht fiel auf Olympias und durch sie auf Alexander. Die Wahrheit werden wir nie erfahren. Eine andere Wahrheit haben Forscher ans Licht gebracht. Den Ort von Philipps Begräbnis. 1977 entdeckten Archäologen die königlichen Überreste. Unter den Hügelgräbern im nordgriechischen Vergina. Sie fanden persönliche Gegenstände, Helme und Waffen, gut erhalten, in einer eigenen Grabkammer. Und Philipps Gebeine in einem Kasten aus purem Gold. Wertvolle Schätze aus dem makedonischen Königreich, nach mehr als 2000 Jahren. Mit dem Tod des Königs bricht eine neue Ära an. Die des Alexander von Makedonien. Ein zweiter Achill, ein mutiger Krieger in der Tradition des Homer, besteigt den Thron. Olympias hat ihr Ziel erreicht. Die Nebenbuhlerin wird Selbstmord begehen.
Olympias treibt sie dazu. Alexander nutzt das Machtvakuum virtuos. Innerhalb von nur 6 Monaten hat der junge König das Griechenbündnis des Vaters unter Kontrolle. Dann sucht er neue Grenzen. Er will nach Persien. Dafür braucht er göttlichen Segen. Wie sein Vater befragt er das Orakel von Delphi. Hier ist Pythia, die Hauptpriesterin, Verkünderin des himmlischen Willens. Als Alexander eine Audienz verlangt, wird er zurückgewiesen. Die Gottheit sei gerade nicht päßlich. Der König ist begeistert und beschließt, dass dies schon. Doch Alexander kennt keine Geduld. Er packt die Priesterin und schleift sie zum Altar. Keiner wird ihn aufhalten können. Auch nicht Dareios, der König der Perser. Alexanders Plan ist kühn. Das Perserreich ist riesig. An seiner Ostgrenze, so glaubt man, liegt das Ende der Welt. 334 vor Christus beginnt der Feldzug. Alexander wählt den Übergang am Hellespont. Ein gewagtes Manöver. 40.000 Soldaten überqueren das Wasser, das Europa von Asien trennt. Leichtsinn oder Hochmut? Dareios unterschätzt den jungen Makedonier. Er führt die persische Armee nicht selbst an, sondern überträgt das Kommando einem griechischen Söldner, General Memnon. Er soll die Makedonier stellen und vernichten. Eigentlich kein Problem für das Weltreich. Am Fluss Granikos kommt es zum ersten großen Gefecht. Alexander gegen Persien. Das Gelände ist schwierig, doch die Makedonier stellen sich der offenen Feldschlacht. Mit dabei ist Parmenion, der schon unter Philipp gedient hat. Hephaistion, der Geliebte, und Kallisthenes, Alexanders persönlicher Historiker, der alle Schlachten dokumentieren soll. Auf der anderen Seite des Ufers stehen die Perser, in günstiger Position. Der Fluss schützt ihre Stellungen. Direkt davor lauert die Reiterei. Sie ist zahlenmäßig fast doppelt so stark wie die Alexanders. Eigentlich Zeit für den Rückzug, doch Alexander glaubt an seine Strategie. Aufklärungseinheiten sollen den Fluss überqueren, um die persischen Reiter hervorzulocken. Dann will Alexander zuschlagen, genau ins Zentrum des Gegners. Nur der Fluss liegt zwischen den beiden Armeen. Alexander greift an. Gegen alle Regeln der Kriegskunst, und die Überraschung gelingt. Er prescht mit seinen Reitern seitwärts durch den Fluss und mitten durch die Reihen der Perser. Ein erbittertes Gefecht, Mann gegen Mann, riskant und schnell. Alexander wird beinahe getötet. Er war tollkühn, aber das war Verrücktheit mit Methode. Er kämpfte immer selbst an vorderster Front. Das ist entscheidend, wenn man Leute dazu bringen will, dir zu folgen. Man bittet sie nicht darum, etwas zu tun, was man nicht selbst tun würde. Wie in Chaironea ist das Blitzgefecht der Schlüssel zum Sieg. Wieder bringt die Attacke auf das Zentrum des Gegners die Entscheidung. Eine unmögliche Strategie, die gerade deshalb erfolgreich ist, weil sie allen strategischen Regeln widerspricht. Alexanders Triumph an Granikos ist der erste Schritt auf dem Weg, ganz Persien zu erobern. General Memnon überlebt die Schlacht und berichtet dem Großkönig. Der weiß, das nächste Mal muss er selbst in den Kampf ziehen. Und eine gewonnene Schlacht ist noch kein gewonnener Krieg. Im Winter 334 herrscht Kriegspause. König Dareios zieht seine Truppen zusammen. Er will den Bauernkönig aus Griechenland in die Schranken weisen. Ein für allemal. Bei einem kleinen Ort nördlich des Flusses Pinaros lässt Dareios sein Heer Stellung beziehen. Es ist der Herbst des Jahres 333 bei Issos.
Unbeobachtet hat der Perser seine Truppen über einen Bergpass geführt und Alexanders Versorgungslinien durchtrennt. Dem Griechen bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Rückzug unmöglich. Die Perser warten in einer 4 Kilometer langen Schlachtenreihe 100.000 Mann gegen die 40.000 Griechen. Das Gelände ist begrenzt vom Mittelmeer im Westen und einem Gebirgszug im Osten. Alexander wittert seinen Vorteil. Mit dem Meer auf der einen und den Bergen auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das persische Heer die kleinere griechische Armee einkreist. Wenn man Alexanders Vorgehen in all seinen Schlachten beobachtet, sollte man auch in Betracht ziehen, was er dachte und fühlte. Hatte er Angst? Um ehrlich zu sein, man findet nicht ein einziges Mal ein Anzeichen dafür, dass er auch nur zweifelte. Hatte Alexander Angst? Könnte sein. Hat er sich verhalten, als hätte er irgendwelche Ängste? Nein. Er ist einer der wenigen Menschen in der Geschichte, mit denen ich mich beschäftigt habe, die mit äußerstem Selbstvertrauen agierten. Dareios hat seine Armee in Stellung gebracht. Entlang des Flusses und in einer Flankenposition am Gebirgsausläufer. Von welcher Seite werden die Perser angreifen? Alexander kennt sein Ziel. Der Großkönig selbst steht ihm mit einem Streitwagen gegenüber, geschützt von schwerer Kavallerie. Als die Schlacht beginnt, wirkt sie wie eine Wiederaufführung des Gemetzels am Granikos. Doch diesmal ist der Gegner stärker. Selbst Alexanders Phalanx kann ihre Reihen nicht halten. Zu uneben der Boden, zu schlagkräftig der Feind. Die Perser drängen in die Breschen. Es scheint, als hätten sie die Lehren gezogen aus der Niederlage im Jahr zuvor. Dann, schlagartig, wendet sich der Kampf. Alexander bricht mit seiner Reiterei durch, wie ein Sturmwind mitten ins Herz der persischen Schlachtordnung. Dareios sieht sich plötzlich umzingelt von griechischen Kämpfern. Der Großkönig gerät in Panik, gibt das Signal zum Rückzug und flieht. Alexander kann jetzt die Truppen am Meer angreifen und schlägt auch sie in die Flucht. Der Sieger sieht sich schon als neuer König von Persien. Die Familie des Dareios fällt in seine Hände. Er lässt sie gut behandeln. Der Grieche sucht die Anerkennung der Geschlagenen. Er will auch um ihre Gunst kämpfen. Auf Unterwerfung folgt Respekt. Er ist der legitime persische König und es ist seine Pflicht, sich um die Frauen im Volk zu kümmern. Und indem er das tut, sendet er eine große Botschaft an den Rest der Welt. Ich habe die persischen Frauen. Ich bin der persische König. Issos ist der entscheidende Wendepunkt. Alexander hat die größte Armee der Welt geschlagen. Doch wieder will er mehr, will die Macht in ganz Asien, bis an die Grenzen der damals bekannten Welt. Kurz nach der Schlacht meldet sich Dareios und bittet seine Mutter, Frau und Kinder freizubekommen. Er bietet Freundschaft und Bündnis. Alexanders oberster General Parmenion soll geraten haben, er würde das Angebot annehmen, wenn er Alexander wäre. Darauf Alexander: Ich auch, wenn ich Parmenion wäre. Der König von Asien verhandelt nicht, lässt er Dareios wissen. Von Issos geht es weiter südwärts. Alexander erobert alle Hafenstädte. Er muss verhindern, dass die persische Flotte in seinem Rücken landet. Das ist seine Achillesferse. Er selbst besitzt gar keine Marine. Die Flotten der Küstenstädte ergeben sich kampflos. Bis auf Tyros.
Die Mutterstadt der Karthager ist selbstbewusst bisher nie erobert. Unerreichbar liegt sie auf einer Insel, verteidigt durch mächtige Mauern und eine starke Flotte. Da er vom Land her angreifen muss, gibt es nur eine Lösung. Einen gewaltigen Damm zu bauen. 2 Kilometer vom Ufer zur Insel. Damit haben die Verteidiger von Tyros nicht gerechnet. Als es nach mehreren gescheiterten Versuchen zum Angriff kommt, ist die Überraschung groß und die Niederlage verheerend. Nach seinem Sieg lässt Alexander 2000 Einwohner kreuzigen. 30.000 schickt er in die Sklaverei. Alexander beweist, dass er nicht locker lässt, wenn er etwas für strategisch notwendig hält. Er kämpft so lange, bis er sein Ziel erreicht hat. Und wieder braucht er ein neues Ziel. Ägypten. Alexander ist jetzt 24 und schon auf dem Weg zu unsterblicher Größe. Das Land der Pharaonen begrüßt ihn freundlich. Die Ägypter sehen in Alexander den Befreier vom persischen Joch. Der Makedonier gründet Städte, bringt Architekten und Ingenieure ins Land. Zum Dank machen ihn die Ägypter zum Pharao, zum Halbgott. Eine seiner Gründungen, Alexandria, wird seinen Namen durch die Jahrtausende tragen. Wieder sucht er göttlichen Rat. 331 zieht er mit wenigen Begleitern in die libysche Wüste zum Orakel der Oase Siwa. Alexander, der Getriebene, will wissen, was und wer er ist. Der Stratege sehnt sich nach Gewissheit im Metaphysischen. Herakles und Perseus waren schon vor ihm hier. Das Orakel hört auf einen Gott, den auch die Griechen verehren. Es ist Zeus Ammon, verwandt mit Gottvater Zeus. Nach dem gefährlichen Marsch durch die Wüste trifft Alexander den obersten Priester des Tempels. Der begrüßt ihn als Sohn des Amun-Re. Was zwar nur die offizielle Anrede des Pharao ist, doch Alexander lässt es anders übersetzen. Sohn des Zeus Ammon. Also doch, Alexander ein Gottessohn? Mehr denn je fühlt er sich zu weiteren Feldzügen berufen. Ein Eroberer, der nicht aufhören kann. Im Weg steht immer noch Dareios. Während Alexander auf göttlichen Pfaden wandelte, hat sich der geschlagene Großkönig gerüstet. Neue Waffen und eine riesige Reiterschar sollen den Makedonier diesmal stoppen. Dareios sucht die nächste Entscheidungsschlacht. Kampfplatz ist diesmal Gaugamela, im heutigen Irak. Dareios hat das Schlachtfeld mit Fallgruben präpariert und eingeebnet, um seine Streitwagen effektiver einsetzen zu können. Alexander weiß, dass er eine neue Strategie braucht. Im Oktober 331 treffen die Heere aufeinander. 42.000 Makedonier steht ein 6-mal so großes persisches Heer gegenüber. Alexander gelingt es, die Schlacht in hügeliges Gelände zu verlagern. Die persischen Streitwagen sind hier weniger gefährlich. Als sich im persischen Heer eine Lücke auftut, gibt Alexander den Befehl zum Angriff. Wieder ergreift Dareios angesichts der wagemutigen Angreifer die Flucht. Alexander lässt ihn ziehen und eilt zurück zu seiner Truppe. Nur 100 Mann soll er verloren haben. Die Verluste des Gegners müssen ein Vielfaches betragen haben. Nach dem Sieg steht Alexander das Perserreich offen. Die orientalische Art zu leben und zu herrschen imponieren dem Makedonier. Hier steht der König über allem. Alexander gibt sich anfangs tolerant. Die Menschen begrüßen ihn freundlich. Auch in Babylon, der größten Stadt der Welt. Nur nicht in Persepolis. Hier schlägt das Herz des Perserreichs. Erstmals gibt es Widerstand.
Als Alexander in den Palast des Dareios einzieht, zeigt er seine dunkle Seite. Auf einem Trinkgelage ordnet er an, alles niederzubrennen, die Stadt zu plündern, ihre Bewohner zu jagen. Er will verehrt und geliebt werden wie ein Gott. Doch in Persepolis im 4. Jahr des Feldzugs scheint der Zauber gebrochen. Alexander ist nicht mehr der Alte. In Griechenland war er ein Gleicher untergleichen. Jetzt will er Weltherrscher sein. Halbgott. Alexander lässt ermorden, wer sich ihm in den Weg stellt. Und Erzfeind Dareios ist noch immer auf der Flucht. Der wichtigste Grund, Dareios zu fassen, ob nun tot oder lebendig, war zu verhindern, dass weitere Thronanwärter auftauchen. Alexander kämpfte gegen eine Kultur, in der es normal ist, dass Nachfolger auftauchen und sagen, ich bin Dareios. Nein, ich bin Dareios. Dareios ist längst entmachtet. Persische Adlige haben ihn festgesetzt. An ihrer Spitze steht Bessos, der selbst Großkönig werden will. Alexander nimmt die Verfolgung auf. Immer weiter nach Osten. Er kommt zu spät. Bevor er die Fliehenden erreicht, wird Dareios von den eigenen Leuten getötet. Alexander findet nur noch die Leiche des alten Rivalen. Es ist kein Triumph, eher ein Rückschlag. Der Hunger nach Größe, Macht und Ruhm ist längst nicht gestillt. Nur der Truppe kommen Zweifel. Es ist sehr aufschlussreich, dass die Unruhe innerhaupt der Truppe erst nach Gaugamela richtig anfängt. Die Leute sagten vernünftigerweise, schau, wir haben getan, wofür wir hierher gekommen sind. Wir haben die Vormacht des Persischen Reiches zerstört. Wir haben unser Ziel erreicht. Lass uns nach Hause gehen. Alexander will nicht in die Heimat. Als wäre er auf der Flucht vor sich selbst, treibt er seine Männer immer weiter ostwärts. Die Kameraden machen sich Sorgen. Alexander bricht mit der Tradition. Er ist keiner mehr der Iren. Bei den Offizieren regt sich Widerstand. Parmenion, sein bester General, wagt es öffentlich zu widersprechen. Alexander lässt ihn und seinen Sohn töten. Die makedonischen Freunde sind erschüttert. Alexander wird immer mehr zum orientalischen Despoten. Er findet Geschmack an persischen Ritualen, Handkuss und Kniefall, im alten Griechenland eigentlich undenkbar. Der schüchterne Jüngling von einst liebt nun Wein wie Wasser, Männer wie Frauen, Luxus und Überfluss. Hybris nennen es die Griechen, ein gefährlicher Größenwahn, dem tragischen Abgrund ganz nah. Das nächste Ziel heißt Afghanistan. Hier vermählt er sich mit Roxane, einer 15-jährigen mandeläugigen Fürstentochter. Die Makedonier sind entrüstet. Eine Frau aus der Fremde. Doch die Liebe hält. Dann geht es weiter, bis ans Ende der Welt, wie Alexander glaubt, nach Indien. Aristoteles vermutete hier die Grenzen der bewohnten Welt. Im Frühjahr 326 überschreitet Alexander mit seinem Heer den Indus. Die indischen Rajas sind fremde Gegner. Sie schicken hochgerüstete Krieger und Elefanten in den Kampf. Alexander wird schwer verwundet, nicht zum ersten Mal. Doch diesmal muss er einsehen, der Kampf ist sinnlos. Die Soldaten sind erschöpft, sie haben gelitten und wissen nicht mehr wofür. 3 Tage ringt Alexander mit sich. Soll er wirklich aufgeben? Er verkündet den Rückzug und der Jubel ist groß. 8 Jahre in der Fremde, endlich geht es zurück vom Morgen ins Abendland.
Doch der Heimweg wird zum Höllenzug. Alexander treibt sein Landheer quer durch Wüsten und Sümpfe. Nur ein Viertel der Männer überlebt. Zwei Jahre später, zurück in Babylon, hat Alexander den Tiefpunkt erreicht. Der geliebte Hephaistion stirbt an schwerem Fieber. Alexanders Trauer ist maßlos. Er schickt die Armee gegen einen benachbarten Bergstamm auf Menschenjagd, als Totenopfer für den Geliebten. Ich glaube, Hephaistion war aufgrund seiner engen Beziehung zu Alexander der wichtigste Vertraute. Und als Alexander ihn verlor, verlor er einen sehr, sehr engen Berater bei der Entwicklung seiner Politik. Und man kann sagen, dass es mit ihm nach Hephaistions Tod rasch abwärts ging, dass er Anzeichen von Willensverlust zeigte. Die Stelle Hephaistions bleibt leer. Niemand kann und soll ihn ersetzen. Ein Jahr noch bleibt Alexander in Babylon, als König über ein riesiges Reich, dessen Zerfall längst schon begonnen hat. Alexander denkt lieber an Orgien als ans Regieren. Dann wird auch er krank. Es beginnt als leichtes Fieber. Dann, nach einer Woche, ist der König nicht mehr ansprechbar. Jetzt wird klar, wie sehr sich alles um ihn dreht. Was ist das Reich ohne Alexander? Die Offiziere, der Adel, die Truppen, sie alle sind mit ihm verbunden, freundschaftlich und familiär. Er ist die Mitte des Reiches. Sein unbedingter Wille hält zusammen, was lose verbunden ist. Ein Reich von der Akropolis bis zum Hindukusch. Wer sonst könnte darüber herrschen? Im Juni 323 vor Christus stirbt Alexander. Mit 32 Jahren. Als Eroberer von Persien, Entdecker von Asien und Herrscher über fast die gesamte bekannte Welt. Seine Geburt war ein Mythos, der Sohn eines Gottes, ein zweiter Achill. Sein Tod bleibt ein Rätsel. War es Malaria, Gift oder der Alkohol? Wenn wir uns fragen, was ihn getötet hat, so ergibt sich eine ganze Palette von Möglichkeiten, aus der man wählen kann. Und all diese Möglichkeiten könnten wiederum als Faktoren zusammengewirkt haben. Er hat sich zum Beispiel nie richtig von der Pfeilverletzung aus Indien erholt. Das hat ihn ja fast schon umgebracht. Ich glaube, Alexander starb letztlich, weil er sich zu sehr unter Druck gesetzt hat. Er führte diesen beeindruckenden Feldzug und plötzlich starb er. Für ihn war es in gewisser Weise eine glückliche Fügung, denn ich glaube nicht, dass er als Verwalter gut gewesen wäre. Nun hängt alles wieder von der persönlichen Meinung über Alexander ab. Was genau hat ihn so groß gemacht? Mein Eindruck ist, dass Alexander sich so lange vorwärts getrieben hätte, bis er unter dem Druck zerbrochen wäre. Ich kann mir einen Alexander nicht im hohen Alter vorstellen. Schon zu Lebzeiten war er eine Legende. Ein Mann, der so sehr an seine Bestimmung glaubte, dass er den Tod förmlich zu suchen schien. Gefragt, wem er sein riesiges Reich hinterlasse, soll er geantwortet haben: Dem Besten. Denn ich sehe voraus, dass meine Freunde große Leichenspiele ausrichten werden. Aus dem Leichenspiel wird Flederei. Die Getreuen von einst liefern sich erbitterte Kriege um das Erbe. Es fließt viel Blut. Das der Roxane und ihres kleinen Sohnes Alexander. Was bleibt, ist der Mythos. Und die verblassende Erinnerung an all das Leid,
das mit den Feldzügen des großen Alexander über die Menschen kam. Die des Alexander von Makedonien. Ein zweiter Achill, ein mutiger Krieger in der Tradition des Homer, besteigt den Thron. Olympias hat ihr Ziel erreicht. Die Nebenbuhlerin wird Selbstmord begehen. Olympias treibt sie dazu. Alexander nutzt das Machtvakuum virtuos. Innerhalb von nur 6 Monaten hat der junge König das Griechenbündnis des Vaters unter Kontrolle. Dann sucht er neue Grenzen. Er will nach Persien. Dafür braucht er göttlichen Segen. Wie sein Vater befragt er das Orakel von Delphi. Hier ist Pythia, die Hauptpriesterin, Verkünderin des himmlischen Willens. Als Alexander eine Audienz verlangt, wird er zurückgewiesen. Die Gottheit sei gerade nicht päßlich. Der König ist begeistert und beschließt, dass dies schon. Doch Alexander kennt keine Geduld. Er packt die Priesterin und schleift sie zum Altar. Keiner wird ihn aufhalten können. Auch nicht Dareios, der König der Perser. Alexanders Plan ist kühn. Das Perserreich ist riesig. An seiner Ostgrenze, so glaubt man, liegt das Ende der Welt. 334 vor Christus beginnt der Feldzug. Alexander wählt den Übergang am Hellespont. Ein gewagtes Manöver. 40.000 Soldaten überqueren das Wasser, das Europa von Asien trennt. Leichtsinn oder Hochmut? Dareios unterschätzt den jungen Makedonier. Er führt die persische Armee nicht selbst an, sondern überträgt das Kommando einem griechischen Söldner, General Memnon. Er soll die Makedonier stellen und vernichten. Eigentlich kein Problem für das Weltreich. Am Fluss Granikos kommt es zum ersten großen Gefecht. Alexander gegen Persien. Das Gelände ist schwierig, doch die Makedonier stellen sich der offenen Feldschlacht. Mit dabei ist Parmenion, der schon unter Philipp gedient hat. Hephaistion, der Geliebte, und Kallisthenes, Alexanders persönlicher Historiker, der alle Schlachten dokumentieren soll. Auf der anderen Seite des Ufers stehen die Perser, in günstiger Position. Der Fluss schützt ihre Stellungen. Direkt davor lauert die Reiterei. Sie ist zahlenmäßig fast doppelt so stark wie die Alexanders. Eigentlich Zeit für den Rückzug, doch Alexander glaubt an seine Strategie. Aufklärungseinheiten sollen den Fluss überqueren, um die persischen Reiter hervorzulocken. Dann will Alexander zuschlagen, genau ins Zentrum des Gegners. Nur der Fluss liegt zwischen den beiden Armeen. Alexander greift an. Gegen alle Regeln der Kriegskunst, und die Überraschung gelingt. Er prescht mit seinen Reitern seitwärts durch den Fluss und mitten durch die Reihen der Perser. Ein erbittertes Gefecht, Mann gegen Mann, riskant und schnell. Alexander wird beinahe getötet. Er war tollkühn. Aber das war Verrücktheit mit Methode. Er kämpfte immer selbst an vorderster Front. Das ist entscheidend, wenn man Leute dazu bringen will, dir zu folgen. Man bittet sie nicht darum, etwas zu tun, was man nicht selbst tun würde. Wie in Chaironea ist das Blitzgefecht der Schlüssel zum Sieg. Wieder bringt die Attacke auf das Zentrum des Gegners die Entscheidung. Eine unmögliche Strategie, die gerade deshalb erfolgreich ist, weil sie allen strategischen Regeln widerspricht. Alexanders Triumph an Granikos ist der erste Schritt auf dem Weg, ganz Persien zu erobern. General Memnon überlebt die Schlacht und berichtet dem Großkönig. Der weiß, das nächste Mal muss er selbst in den Kampf ziehen. Und eine gewonnene Schlacht ist noch kein gewonnener Krieg.
im Winter. Mit dem Sieg haben Vater und Sohn erreicht, was weder Persern noch Griechen je gelang. Ganz Griechenland wird von den Makedoniern beherrscht. Es hätte der Beginn einer großen Dynastie sein können. Vom Vater zum Sohn. Herrschaft über Griechenland. Doch wenige Monate nach dem Sieg von Chaironeia beschließt Philipp wieder zu heiraten. Die 20-jährige Eurydike aus altem einheimischem Adel. Die neue ist eine Gefahr, findet Olympias. Eine Gefahr für sich und ihren Sohn. Denn sie selbst ist nur eine Zugereiste aus dem benachbarten Epirus. Was, wenn Philipp noch ein Sohn geboren wird? Alexanders Stellung als legitimer Thronerbe steht auf dem Spiel. Olympias ist fest entschlossen, die Zukunft ihres Sohnes zu sichern. Der Familienfriede im Königshaus ist in größter Gefahr. Auf Philipps Hochzeit kommt es zum Eklat. Wie bei makedonischen Gelagen üblich, fließt der Alkohol in Strömen. Unverdünnter Wein, nach Barbarenart. Richtig in Fahrt gerät Attalus, der Onkel der Braut. Er trinkt auf den legitimen Thronfolger des Paares, der ja bald zu erwarten sei. Ein Seitenhieb auf Alexander. Der fragt, für wen man ihn halte. Einen Bastard? Philipp will den Sohn zur Raison rufen, doch er ist längst so betrunken, dass er vor Alexander stolpert und fällt. Er will Europa und Asien erobern und schafft es nicht einmal von einem Tisch zum anderen. Alexander ist voller Verachtung. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist für immer beschädigt. In ihrer Ehre verletzt verlassen Olympias und Alexander den makedonischen Hof und ziehen nach Epirus. Den Anspruch auf den Thron geben sie nicht auf. Dann löst sich das Problem von selbst. Im Oktober 336 vor Christus richtet Philipp im Theater von Aigai die nächste große Feier aus. Die Hochzeit von Alexanders leiblicher Schwester. Die Stimmung unter den Männern ist ausgelassen, weinselig wie immer. Bis ein Leibwächter des Königs, Pausanias, seine Waffe zieht. Manche Historiker meinen, es sei ein Racheakt gewesen für eine ungerechte Strafe. Andere glauben, dass es Auftraggeber gegeben hat. Alexander findet den ermordeten Vater und lässt den Attentäter auf der Stelle töten. Auffällig schnell. Conspiracy theories were thought of right from the beginning. Von Anfang an kursierten ja Verschwörungstheorien. Besonders nachdem Pausanias bei der Verfolgung durch Alexanders Freunde getötet worden war, was verhinderte, ihn zu verhören. Der erste Verdacht fiel auf Olympias und durch sie auf Alexander. Die Wahrheit werden wir nie erfahren. Eine andere Wahrheit haben Forscher ans Licht gebracht. Den Ort von Philipps Begräbnis. 1977 entdeckten Archäologen die königlichen Überreste. Unter den Hügelgräbern im nordgriechischen Vergina. Sie fanden persönliche Gegenstände, Helme und Waffen, gut erhalten, in einer eigenen Grabkammer. Und Philipps Gebeine in einem Kasten aus purem Gold. Wertvolle Schätze aus dem makedonischen Königreich, nach mehr als 2000 Jahren. Mit dem Tod des Königs bricht eine neue Ära an. 334 herrscht Kriegspause. König Dareios zieht seine Truppen zusammen.
Er will den Bauernkönig aus Griechenland in die Schranken weisen. Ein für allemal. Bei einem kleinen Ort nördlich des Flusses Pinaros lässt Dareios sein Heer Stellung beziehen. Es ist der Herbst des Jahres 333 bei Issos. Unbeobachtet hat der Perser seine Truppen über einen Bergpass geführt und Alexanders Versorgungslinien durchtrennt. Dem Griechen bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Rückzug unmöglich. Die Perser warten in einer 4 Kilometer langen Schlachtenreihe, 100.000 Mann gegen die 40.000 Griechen. Das Gelände ist begrenzt vom Mittelmeer im Westen und einem Gebirgszug im Osten. Alexander wittert seinen Vorteil. Mit dem Meer auf der einen und den Bergen auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass das persische Heer die kleinere griechische Armee einkreist. Wenn man Alexanders Vorgehen in all seinen Schlachten beobachtet, sollte man auch in Betracht ziehen, was er dachte und fühlte. Hatte er Angst? Um ehrlich zu sein, man findet nicht ein einziges Mal ein Anzeichen dafür, dass er auch nur zweifelte. Hatte Alexander Angst? Könnte sein. Hat er sich verhalten, als hätte er irgendwelche Ängste? Nein. Er ist einer der wenigen Menschen in der Geschichte, mit denen ich mich beschäftigt habe, die mit äußerstem Selbstvertrauen agierten. Dareios hat seine Armee in Stellung gebracht, entlang des Flusses und in einer Flankenposition am Gebirgsausläufer. Von welcher Seite werden die Perser angreifen? Alexander kennt sein Ziel. Der Großkönig selbst steht ihm mit einem Streitwagen gegenüber, geschützt von schwerer Kavallerie. Als die Schlacht beginnt, wirkt sie wie eine Wiederaufführung des Gemetzels am Granikos. Doch diesmal ist der Gegner stärker. Selbst Alexanders Phalanx kann ihre Reihen nicht halten. Zu uneben der Boden, zu schlagkräftig der Feind. Die Perser drängen in die Breschen. Es scheint, als hätten sie die Lehren gezogen aus der Niederlage im Jahr zuvor. Dann, schlagartig, wendet sich der Kampf. Alexander bricht mit seiner Reiterei durch, wie ein Sturmwind mitten ins Herz der persischen Schlachtordnung. Dareios sieht sich plötzlich umzingelt von griechischen Kämpfern. Der Großkönig gerät in Panik, gibt das Signal zum Rückzug und flieht. Alexander kann jetzt die Truppen am Meer angreifen und schlägt auf sie in die Flucht. Der Sieger sieht sich schon als neuer König von Persien. Die Familie des Dareios fällt in seine Hände. Er lässt sie gut behandeln. Der Grieche sucht die Anerkennung der Geschlagenen. Er will auch um ihre Gunst kämpfen. Auf Unterwerfung folgt Respekt. Er ist der legitime persische König und es ist seine Pflicht, sich um die Frauen im Volk zu kümmern. Und indem er das tut, sendet er eine große Botschaft an den Rest der Welt. Ich habe die persischen Frauen. Ich bin der persische König. Issos ist der entscheidende Wendepunkt. Alexander hat die größte Armee der Welt geschlagen. Doch wieder will er mehr, will die Macht in ganz Asien, bis an die Grenzen der damals bekannten Welt. Kurz nach der Schlacht meldet sich Dareios und bittet, seine Mutter, Frau und Kinder freizubekommen. Er bietet Freundschaft und Bündnis. Alexanders oberster General Parmenion soll geraten haben, er würde das Angebot annehmen, wenn er Alexander wäre. Darauf Alexander: Ich auch, wenn ich Parmenion. 356 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Ein Königssohn wird geboren in einem fruchtbaren Land im Norden Griechenlands, Makedonien. Der Vater heißt Philipp,
Ein raubeiniger König, ungehobelt und kriegerisch wie sein Stamm. Philipp ist ehrgeizig. Sein Land besitzt Gold und Silber, doch er will mehr. Macht und Größe. Er rüstet auf. Seine Armee soll die schlagkräftigste in ganz Griechenland werden. Die Herrschaft Philipps war ein Schock für die Nachbarn. Plötzlich organisierten sich die bisher eher chaotischen Makedonier. Und durch die Goldminen wuchs auch ihre wirtschaftliche Macht. Zur Macht kommt die Leidenschaft. Philipp hat zum vierten Mal geheiratet. Olympias, eine junge Griechin aus Epirus. Die Ehe ist politisch vorteilhaft. Man hat ihm nachgesagt, dass er sich stets passend zu seinen strategischen Plänen eine neue Frau suchte. Sein Ziel war es wohl, sich diplomatisch nach allen Seiten abzusichern und Allianzen zu schmieden. Auch die Gattin hat Pläne. Olympias führt ihren Stammbaum auf den größten Krieger des Trojanischen Krieges zurück, Achill. Ihr Sohn soll einmal in die Fußstapfen des Helden treten. Olympias Hauptinteresse, ihr ganzes Leben lang, war ganz klar, ihren Sohn Alexander auf den Thron zu bekommen. Ich denke, sie war, was die Thronfolge Alexanders betraf, völlig rücksichtslos. Philipp und Olympias, eine Beziehung zwischen Intrige und dem Hunger nach Macht. Von Anfang an misstraut der König seiner Frau. Sie gilt als schön, wild, exzentrisch und irgendwie unbezwingbar. Doch ist sie so gefährlich wie die Schlange, mit der sie sich gerne umgibt? Philipp soll außer sich gewesen sein, als er Olympias so sieht. Göttervater Zeus tritt bisweilen in Gestalt einer Schlange auf. Wird das Kind, das Olympias erwartet, seines sein oder das des Zeus? Damals gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Delphi. Das Orakel soll Auskunft geben. Wenige Wochen vor Alexanders Geburt fragt Philipp, wessen Kind wird es sein? Das Orakel gibt sich ausweichend. Philipp solle dem Zeus Opfer darbringen. Und es prophezeit, er werde auf jenem Auge erblinden, mit dem er Olympias und die Schlange beobachtet hat. Zwei Jahre später verliert Philipp tatsächlich im Kampf ein Auge. Überlieferung zwischen Mythos und Historie. Ob Mensch, ob Gott, auf Alexander lasten große Erwartungen. Die willensstarke Mutter, das kriegerische Volk und der eigene hohe Anspruch, Ruhm zu erlangen. Vor der Geschichte. 356 vor Christus. Im Jahr der Geburt des Thronfolgers schickt Philipp sein Heer in den Krieg. Die Zeit der Eroberungen bricht heran. Pella heißt das Zentrum der makedonischen Macht. Hier am prächtigen Hof wächst Alexander als einziger Sohn des Königs auf und wird auf seine Rolle gut vorbereitet. Der große Aristoteles wird als Lehrer engagiert, zuständig für Bildung nach griechischem Ideal. Alexander erweist sich als begabt, neugierig und wissensdurstig. Doch der Thronfolger darf kein Schöngeist sein. Über seine militärische Ausbildung wacht König Philipp persönlich skeptisch und argwöhnisch. Der Jüngling soll Mut beweisen. Eines Nachmittags springt er auf das wilde Pferd Bucephalus, um es zu zähmen. Alexander bricht den Willen des Tieres. Als er zurückkommt, sagt der Vater: Mein Sohn, such dir ein Reich, das deiner würdig ist. Denn Makedonien ist zu klein für dich. So will es die Legende. Sicher ist, Alexander wird auf seinem Lieblingspferd Bucephalos alle seine Schlachten schlagen und gewinnen. Alle anderen übertreffen. Das ist der Anspruch, mit dem Alexander groß wird. Er kennt jede Zeile der Ilias auswendig. Die Heldengeschichten des Achill.
Ganz andere Seiten zeigt der Thronfolger gegenüber Hephaistion, seinem engsten Gefährten. Mit ihm hat er zeitlebens eine intime Verbindung. Homosexualität ist bei den alten Griechen integraler Bestandteil der Gesellschaft. Das andere Geschlecht interessiert den Jüngling noch wenig. It does raise the question of what do you do? Es stellt sich doch die Frage, wie verhält sich ein leicht femininer Jugendlicher mit einem sehr maskulinen, militärisch erfolgreichen, noch dazu stark trinkenden Alpha-Mann als Vater? Da denkt man zwangsläufig an die lebenslange Hingabe und Freundschaft, die Alexander und Hephaistion verband. Vielleicht war er der einzige Mensch, bei dem Alexander entspannen und er selbst sein konnte. Ist es die große Liebe, die einzige Leidenschaft? Nein, was Alexander wirklich antrieb und ihm Genuss bereitete, war, Probleme der Kriegsführung zu lösen, eine große Armee zu führen, strategische Ziele zu erreichen. Man könnte auch ganz direkt sagen, er war von Zerstörungswillen getrieben, andere Armeen zu vernichten, das vor ihm mehr Vergnügen. Zusammen mit dem Vater zieht Alexander in den Kampf. Es geht um die Vorherrschaft über ganz Griechenland. Die makedonische Phalanx ist das wichtigste Werkzeug in Philipps Kriegen. Ausgerüstet mit Lanzen und Schildern marschiert das Fußvolk vor, stur wie Roboter. Das Entscheidende an Philipps Phalanx ist, dass die einzelnen Infanteriesoldaten kaum gepanzert sind. Aber jeder einzelne Soldat trägt eine Lanze, die zwischen 4 und 5 Metern lang ist. Der Schwerpunkt der Lanze ist durch ein Gegengewicht nach hinten verlagert, sodass man mit der Spitze schnell zustechen kann. Natürlich muss man die Männer lange trainieren, um mit solch langen Waffen gut umgehen zu können. Hochgerüstet und gut gedrillt zieht das makedonische Heer nach Süden. Die griechischen Kleinstaaten sind keine einige Macht. Nur Athen und Theben stehen den Makedonen noch im Weg. In der Ebene von Chaironeia treffen die Gegner aufeinander. 30.000 Makedonier gegen die Hopliten aus Athen und Theben, darunter die Heilige Schar. 300 Elitesoldaten, die zusammen essen, schlafen, kämpfen, die nie zurückweichen und bereit sind, gemeinsam zu sterben. Doch der eigentliche Feind steht im Osten. König Dareios, der Großkönig von Persien. Aus dem Hintergrund unterstützt er die erschöpften Stadtstaaten, liefert Waffen und Soldaten. König Philipp weiß, mit wem er sich anlegt. Mit der Supermacht der Antike. Als der König im August seine Truppen zusammenzieht, ist klar, eine Niederlage wäre schon das Ende aller Träume. Makedonien müsste sich wieder einordnen in den griechischen Staatenbund. Philipp entscheidet, dass sein Sohn reif ist für den Kampf. Der 18-Jährige wird zum Befehlshaber der Reiterei. Alexander besteht die Feuertaufe. Während die Phalanx den Gegner bindet, ergreift die Kavallerie die Initiative. Alexander prescht mit seinen 2000 Reitern vor, dorthin, wo der Gegner am stärksten ist. Ohne Rücksicht auf eigene Verluste attackiert er die Heilige Schar aus Theben und reibt die Elitekämpfer völlig auf.